sterben. So, guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 7. August 2011. Wir befinden uns im Anstieg von... Ja. Wer das nur im Kopf? Riefensbeek zur Hans-Kühnenburg und haben ein deutsches Denkmal entdeckt. Interessant, dass sowas hier noch steht. Aber man muss auch der deutschen Vergangenheit ein bisschen gedenken und kann sowas nicht alles abreißen. Wir müssten jetzt schon relativ weit oben sein. Der Weg geht hier weiter hoch. Leider ist es noch ziemlich neblig, wolkig. Aber der Wetterbericht verspricht eigentlich Besseres. Und deswegen glauben wir, dass die Wolkendecke, die Nebeldecke so ein bisschen aufreißen kann, dass wir auch noch ein bisschen Aussicht genießen können. Aber wie gesagt, gleich geht der Weg hier erstmal noch weiter hoch. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir die Burg auch finden. So, nur ein paar Meter nach dem Denkmal sieht der Weg jetzt leider so aus. Ja, eine riesen Matsche. Also, das ist kein gutes Bewerbungsschreiben hier für den westlichen Harz. Also, tja. Keine Ahnung. Müssen wir uns jetzt wohl irgendwie durchkämpfen, aber wie gesagt, schöne Wege sehen anders aus. So, Stempelstelle 144, Hans-Kühnenburg. Das Wetter ist leider bis jetzt immer noch nicht besser. Der Gipfel hier komplett in Wolken. Ja. Kalt ist es, windig ist es. Aber wir wollen uns nicht beklagen. Ich glaube, man kann auch da oben hoch, aber das lohnt heute, wie man sieht, überhaupt nicht. Einer meiner Mitstreiter heute. So. Sollen wir mal genau gucken. Ich glaube, wir müssen hier gleich ein Stück runter. Vielleicht kann man das auf der Karte besser sehen. Oh, wir sind doch nicht ganz alleine. Ja, genau. Weidmannsruhe, da wollen wir noch hin. Hans-Kühnenburg sind wir. Nach Riefensbeek, das ist gar nicht drauf mehr. Und jetzt geht es hier einmal kurz runter, die Ackerstraße lang. Zur Weidmannsruhe. Hallo. Ja, wie gesagt, Aussicht nicht vorhanden heute. So, Stempelstelle 148, Weidmannsruhe. Aus einer dunklen Schutzhütte gibt's hier nichts zu sehen. Also eigentlich mal wieder sozusagen eine der langweiligsten Stempelstellen überhaupt. Oh, da kommen noch welche. Ja, also das lohnt nicht.
So eine Stempelstelle kann man sich eigentlich sparen, meiner Meinung nach. Aber nun gut. So, sind wieder zurück am Hans-Kühn-Burg. Felsen, wo schon Goethe war. Jetzt ist es auch tatsächlich aufgegangen, wie der Wetterbericht gesagt hat. Es scheint tatsächlich die Sonne. Wenn da noch dicke Wolken sind. Aber Regen hat man eigentlich nicht vorausgesagt. Es sind hier auch ein paar Leute mittlerweile. So, gehen wir jetzt einen anderen Weg. Ah, kriege ich nicht drauf. Aber ursprünglich gekommen waren wir von dort. 3,5 Kilometer steiler Anstieg. Und zurück gehen wir jetzt 5,5 Kilometer. Der muss ja zwangsläufig weniger steil sein und hoffentlich auch so befestigt, wie das hier oben jetzt ist, weil vorher war es halt durch die Wiesen, die waren total nass und die Füße sind noch total durchgeweicht. Na, wollen wir mal sehen. Eine Stempelstelle haben wir ja noch vor uns. Den Ackerblick, den haben wir ja vorhin außen vor gelassen. So, wir befinden uns jetzt an der Hans-Kühnenburg-Klippe. Der Blick geht Richtung unserem Ziel zurück. Ich schätze, das muss irgendwo da hinten im Wald sein. Diesig ist es doch noch ein bisschen. Donnerwetter. Ja, der Blick geht grundsätzlich Richtung Westen. Und da ist auch die Baude, wo wir eben noch waren. Also das sind ein paar Schritte nur bis zu den Klippen. Ja. So, letzte Stempelstelle für heute. 147. Pavillon Ackerblick. Pavillon. Pavillon zu Ackerblick. Ja, die Aussicht ist ganz schön eigentlich. Unten hört man den Bach rauschen, sehen kann man ihn nicht. Das ist der Pavillon. So, jetzt sind es noch 1,2 Kilometer ungefähr bis zum Auto zurück. Dort entlang. Und dann war es das auch wieder für heute. Bis zum nächsten Mal.